Servus Leute, der zerfällt gerade. Willkommen zurück zu Mega Man X 3. Ich mache jetzt weiter und hoffentlich beißt mich kein Fisch. Zweimal sogar. Ich bin so ein hoffnungsloser Fall. Naja, Moment. Was? So, da kann ich gar nicht hoch. Super, klasse. Wahrscheinlich kommt jetzt der Endboss. Eine Sekunde. So, Leute, es ist jetzt der nächste Tag. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Störungen, wobei, wenn ich mir das Wetter draußen ansehe, das sieht nicht besonders gut aus, denn es ist stockfinster. Naja, für diese Uhrzeit hier geht so. Es regnet, oder besser gesagt, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Jetzt hagelt es. Gewitter bis zum geht nicht mehr. Das heißt, wenn ihr mal kurz einen Donner hört, nur keine Panik, das ist nur das Gewitter. Deswegen hoffe ich, dass ich überhaupt mal das hier in Ruhe aufnehmen kann. Überzeugt, ich versuche es einfach mal. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir gestern stehen geblieben sind. Oder besser gesagt, für euch ist es ja derselbe Part noch. Und ich glaube, ich habe den Sound zu laut. Das ist dämlich. Moment, wir sind in einem Wasserlevel. Warum fällt mir das erst jetzt auf? Kann ich da aufladen? Kann ich sogar, warum mache ich das nicht? Bin ich dumm? Ja, durch. Oh. Der dunkle Elf oder Dunkelelf. Hör auf! Ich weiß gar nicht, ob ich es übersetzen soll oder nicht. Ich versuch's einfach mal. Moment, hier war ich doch schon mal, oder? Ich habe gar keine Ahnung, ob ich hier die Szene schon mal erlebt hatte oder nicht. Oh, du siehst aus wie der erste der Hauptendboss von Mega Man Zero 1. Ich glaube, ich muss vorsichtig sein bei diesen Typen. Oder so in der Art. Oder ich sollte jetzt halt erst vorsichtig sein. Supi! Supi! Was tust du? Er hat mich gegriffen. Dieses Griffel. Aber ich habe noch zwei Leben. Sehr schön, genau. Ich bin ja mal gespannt, wie ich mich anstellen werde. Wahrscheinlich saudämlich. Oh oh, er schüttelt. Er rüttelt und schüttelt mich vom Baum runter. Und hier hin. Ja, wow, da hat er mich wieder fast gegriffen. Lass los! Greif mich nicht! Oh, 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 oh! Das war knapp. Mache ich ihn überhaupt Schaden mit der Elektrizität? Okay, wo fällt noch was? Da, da, da. Jawohl, mache ich. Sehr schön. Ich glaube, mein Skill ist jetzt einigermaßen zurückgekehrt. Und nur einigermaßen. Falls man die ganze Zeit meinen Controller hört, ja, ich weiß, der ist noch. Zumindest neu. Also hört man ihn auch noch. Bin ich noch unter Wasser? Ja, bin ich. Das sieht geil aus mit dieser gelben Spur hinten. Normalerweise ist die Spur immer rot. Ich glaube, ich habe... Ja, ich habe einen Fehler... Ich habe keinen Fehler gemacht. Okay, dieses Kanickel ist hier irgendwo. Das war ja ein Kanickel, oder? Okay, okay. Zack, zack. Ja, was bringt mir das? Oh, da hinten war was. Nochmal das Ganze. Aufwärts. Wow. Hau ab da unten. So, versuchen es wir mal. Ich versuche jetzt mal mit dem Dash rüber zu springen. Fuck. Ich bräuchte Lebensenergie. Ich möchte Lebensenergie haben. Ja, kann jetzt ein bisschen dauern, aber was soll's. Oh. Sehr schön. Ich habe immer auch keine Ahnung, wie ich hier Cyberelfen verwende. Ich halte den Controller eh schon so weit weg und trotzdem hört man ihn total. Ich will keine Kristalle, ich will Lebensenergie, verdammt. Ja, man hört den Controller, ich weiß aber. Hallo? Das.
Ja, ein bisschen. Wow! Okay, zack. Jetzt hoch. So, ich versuch's mal ohne. Auch weil das Geräusch nervt. Moment, vielleicht, wenn ich da oben bin. Ich hab's vergessen. Nochmal das Ganze. Das kann jetzt eine Zeit dauern. Und ich habe vorhin nachgeguckt. Mega Man Zero 2 habe ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, 28 Parts gebraucht. So, zack! Du Penner. Du bist auch ein Penner. Sterbe ich jetzt mit dem nächsten Schlag? Toll, super, ich bin hochintelligent. Man merkt es. Ich bräuchte ein bisschen Lebenskraft. Natürlich bekomme ich sie jetzt nicht. Nein, ich bekomme irgendwelche Kristalle. Ach komm schon, ich versuche es nachher noch einmal und wenn es dann nichts wird, dann gehe ich weiter. Und Lebenskraft wäre auch schön. Oh! Das war auch gut. Und ich habe keine Lust jetzt das ganze Video mit diesem Schmarrn zu verbrauchen. Soll ich... Jetzt komm schon, ich will es noch einmal versuchen. Aber dafür brauche ich Lebenskraft, verdammt. Ach, leck mich doch. Oder nee, nee. Mein Wort. Mein Wort in Gottes Ohr oder in... Mein Wort in Gottes Mund, irgendwie so ging der Spruch doch. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Ich will keine Kristalle. Ich meine, gut, ich will sie schon, aber noch nicht jetzt. Ja, endlich, danke. So, jetzt kann ich weitermachen. Hat ja auch lange genug gedauert. So. Gucken wir mal. Von da oben aus rüber. Sehr schön. Hau ab da unten. Und wo geht's jetzt lang? Da hinten. Ja! Verzieh dich. Nein, da oben ist was. Okay, kann ich so hoch? Ja, kann ich nicht. Oder ich könnte es zwar, ich will es aber nicht riskieren. Ich werde jetzt ganz langsam vorgehen. Ich habe zwar noch ein bisschen Energie, aber geht's noch weiter? Ne, da ist schon wieder so ein Knopf. Was bedeuten die? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich kann ja mit dem Stab... Achso, ich habe den Stab gar nicht. Das sind nur die Teile. Ich meine, sieht zwar geil aus, aber... Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Leck mich. Servus, Leute! Willkommen zurück zu Mega Man Zero 3. Ja, im letzten Part, der sehr, sehr kurz war, hat man schon gemerkt, dass ich Störungen ohne Ende hatte. Und ich habe auch jetzt, wo ich versucht habe, dieses Spiel zu starten, mehrmals Probleme damit. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr vorkommen wird. Aber, ey, warum bin ich... So schlecht hier. Oh, oh, das will ich doch haben. Ne, ne, ne. Ich glaube, ich sollte jetzt echt mal ein bisschen vorsichtiger hier zu Werke gehen. Hau ab von mir, Fischli. Oh, kennt ihr die Fischlis noch? Die schmecken total geil. Falls man wieder meinen Controller hört, ja, sorry, aber dagegen kann ich nichts machen. Und ich hoffe vor allem, dass ich jetzt in aller Ruhe weiter aufnehmen kann. Und ansonsten bin ich angepisst. Oh! Moment, das bringt doch was. Hau ab, Fischli. Bin ich hier richtig? Hau ab! Na gut. Ah. Ja, so weit komme ich nie rüber. Aber diese Stage müsste jetzt bald mal zu Ende sein. Ja, da. Vor allem hoffe ich, dass ich das Kanikel besiege. Das war doch das Kanikel, oder? Dieses Limone! Was für eine Plage, was für ein Schmerz bist du eigentlich?
dachte, es wäre easier vor allem. Ich dachte, es wäre leichter, dich loszuwerden. Ich übersetze nur so frei Schnauze, nur zur Information. Keine Spielchen mehr. Ich, Children Inarabita, also, keine Ahnung, kindliches Kanickel oder irgend so, was heißt das? Von Will Snowman. Hoppla, das war verdrückt. I see that smug face of you frozen off. Also, ich sehe, dass dein, ich weiß nicht, was smug heißt, dein Gesicht, dein Smug-Gesicht vor Furcht erstarrt ist oder eingefroren vielmehr. Ich glaube, gegen den habe ich schon mal gekämpft und ich glaube, es war nicht besonders nett. Oh Mann. Es reicht nicht, wenn Elektrizität nichts bringt. Ey! Ja, gegen den habe ich definitiv schon gekämpft. Ah! Ja, erstmal nur so. Okay, so kann ich auf jeden Fall gut entkommen. Du bist nun Haifutter! Nun, hinter dem Dunkelelf her. Oh Mann! Entweder ich bin sowas von außer Übung, was Mega Man Zero betrifft, oder ich bin einfach nur so schlecht geworden in dem Spiel, dass ich die Krätze kriegen könnte. Ja, lach du nur. Ich baller gleich am Anfang. Zack. Ich habe bis da oben Freiraum. Moment! Oh, achso, es bröckelt runter. Und ich, Dämlack, renn rein. Moment, vielleicht sollte ich... Okay, es bröckelt wieder. Ey. Okay. Moment, habe ich gerade dreifachen Schaden gemacht? Wow! Ich habe nämlich gelesen, dass das eigentlich nicht mehr möglich sein sollte in diesen... Also in den nachfolgenden Spielen. In Mega Man Zero 1 war es noch möglich. So, jetzt werde ich mal mit nach oben gehen mit ihm und gucken, was er denn so macht. So, zack. Okay. Ne, so wird das nie was. Ey! Scheiß Kanickel, verdammtes! Okay. Achso, das sind Bomben! Okay, er steht da ungefähr. Naja, fast. Was strenge ich mich überhaupt noch an? Ich bin sowieso gleich tot. Okay. Kann ich da ganz in die Ecke? Nein, kann ich nicht. Und schon wieder von vorne. Mein Gott, bin ich gut. Oh Mann. Ich bin gerade echt angepisst von der ganzen Situation. Von den ganzen... Restart from safety. Von der ganzen Situation, die es jetzt in letzter Zeit bei mir gab, das... Regt mich einfach nur auf. Und da kann Ziel noch so unschuldig gucken. Ah. Du warst sauschwer. Du bist nervig und gegen dich habe ich, glaube ich, noch nicht gekämpft. Der ist ein Eisgegner, das heißt, er hat höchstwahrscheinlich eine Feuerschwäche. Wenn man es zumindest so Pokémon-mäßig betrachtet, dann stimmt das. Aber durch dessen Stage komme ich nicht durch. Ah, Mann! Versuchen wir es. Ich glaube, Feuer ist anfällig gegen Elektrizität. Zumindest in den Zero-Spielen ist das so. War zumindest bei Dingens auch, Fefnir. Und falls man einen Rechner hört, tut mir leid, der ist immens laut, weil... mehr als genug Probleme und ja... Komm, habe ich die einen Probleme gelöst. Kommen die nächsten. Ah, ich sollte jetzt mal ein bisschen mit Intelligenz vorgehen. Das werde ich jetzt auch versuchen. Ja, geht doch, geht doch. Ganz im Ernst, ich habe mich... Autsch. Ich habe mich zu Beginn dieses Spiels so scheiße angestellt. Ich habe keine Ahnung, was diese Türen da zu bedeuten haben. Wer das weiß, kann mir ja sagen. Oh, ich dachte, ich hätte Dummheit begangen, aber naja. So. Nein! Scheiß Teil. Oh, hier musste ich ja schnell sein. Ich erinnere mich. Okay. Oh, das mit dem Schnellsein kam jetzt um. Wow! Ich Trottelkopf.
Genau in dem Moment. Oh, null Leben. Ey, geil, geil. Rein in den Tod. Ja, komm. Selbstmord Zero. Yeah. Was? Lass mich durch. Ich will doch nur Selbstmord begehen. Danke. Mann, diese ganze Situation. Ich würde am liebsten irgendwas gegen die Wand schmeißen. Continue. Jetzt sollte ich mit 2 Leben starten, nicht wahr? Bitte, sag, dass das wahr ist. Starte ich mit 2 Leben? Jawohl, ja! So, und jetzt einfach klug wie zu Beginn. Also wie ich es vorhin gemacht habe. Und dieses Mal aufpassen. So wie das zum Beispiel, das wäre schon wieder ein bisschen zu nahe gewesen. Ja, super, aber macht nichts, denn ich bekomme die Lebensenergie gleich wieder zurück. Ich verarbeite euch zu Schaschlik. Wow, das war riskant. Ja. Scheint so, als ob mein Skill jetzt langsam wiederkehrt. Er ist aus dem Winterschlaf erwacht. Schneller, schneller. Wow, das war ganz schön knapp. Oh, dich habe ich nicht gesehen, aber egal. Dich habe ich aber gesehen, du hast mir letztes Mal Probleme bereitet. Das Problem ist, dass ich... Das war knapp. Dass ich die ganzen Levels hier alle nicht im Kopf habe. Licht darüber. Oh, da war tatsächlich was, aber da komme ich doch nie rüber so. Ach, ich weiß schon, wie es geplant ist, aber nee, auf das habe ich keinen Bock. Ja. Jawohl! Okay, geht zumindest etwas bergauf. Weil es war nicht geplant mit so einem Stab, wie ich im ersten Teil gemacht habe, im 100% Run, dass ich da so rüber jumpe die ganze Zeit. Ja, damit kann ich noch nichts anfangen. Oh nein! Moment. Ich habe eine Idee. Okay. Moment, wie lange brennt er denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Geil. Ich wollte ihn eigentlich nur betäuben, aber... Ich wollte ihn echt nur... Da hinten sind Stacheln. Ich wollte ihn echt nur betäuben, aber naja, ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ey! 2 Schläge aus, okay. Wusste ich nicht mehr. Falls ich es überhaupt wusste. Ich weiß jetzt, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich die jemals schon so bekämpft habe. Oh, 30 Sekunden. Muss ich die alle töten oder muss ich so lange durchhalten? Aber ein Schnitt reicht auf jeden Fall aus. Okay. Autsch. Ja, ich komme nicht komplett hoch. Nein! Au. Wenn man da einmal den Überblick verliert, ist man am Ende. Aber gut, es geht zumindest etwas. Ganz, ganz langsam geht es bergauf. Soll ich mal wieder? Ja. Ich habe keine Ahnung, wofür es gut sein soll. Ganz im Ernst. So, ein bisschen Energie. Ja, danke! Oh, das nehme ich doch auch mit. Vor allem, was ich... Wow, das nehme ich auch mit. Was ich hier Probleme habe, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt Cyberwolves aktiviere. Moment. Sehr schön. Das ist nicht schön. Oh Gott, nee. Ich versuch's gar nicht erst. Jetzt bekomme ich Energie wie sonst was. Ja. Nee, oder? Ach, egal. Egal. Ich glaube, so, oh Moment, hier bin ich das letzte Mal gestorben, nicht wahr? Ach du Kacke. Ihr verarscht mich. Wow. Okay, das war genial. 1, 2, 3, 4.
5, 6, zu! Weck mich. Das war eine geile Aktion. Ich wechsle wieder ins Diesseits. Ich kehre aus dem Reich der Toten zurück. Alter, okay. Electricity. So, ich glaube, bei dir war ich noch nicht. Ne, definitiv nicht. Irgendwas mit ergibt auf. Ergibt irgendeinen Kampf auf. Ich habe diesen. Ich habe es aufgefunden, so einen schwachen Kampf zu kämpfen oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung. Ich bin dumm. Du siehst so aus wie jemand, der nach einer Herausforderung sucht. Ja, ich bin Tanker Wolf. Ich mache Herausforderungen, so wie zum Beispiel 100% Run von Mega Man Zero 1. Ich werde das genießen, Zero. Ich weiß nicht, ob ich so eine Stimme habe. Scha! Mach dich bereit für Blazing Flizzard. Einer von Wills Nummern. Blazing Flizzard? Also ich weiß, dass Lizard eine Eidechse ist, aber Flizzard? Wahrscheinlich heißt das sowas wie brennende oder kochende oder köchelnde Eidechse. Irgend sowas. Ja, ich werde die mal ein bisschen einheizen. Zero! Okay, ich wette, der ballert irgendetwas aus seinem Schwanz raus. Yes! Leck mich doch! Okay. Ach so! Okay. Ah, doch! Doch, drei Kombi! Nein! Was, ist das etwa alles? Was du kannst? Wie? Deppit? Ich habe keine Ahnung, was Deppit heißt. Auf jeden Fall, wie schlecht! Und ich habe gedacht, dass wir ein bisschen Spaß haben werden. Haha! Aber es ist gut, jetzt sehe ich, dass der immer weiter angreift. Das heißt, ich sehe sein Angriffsmuster. Tja! Okay, der ist, ich denke, einfach. So. Auf jeden Fall, wenn er seine Flammen macht, verziehe ich mich rauf in die Ecke. Aha, da bin ich wieder! Ich werde dir den Arsch aufreißen! Ich will weg hier. Ja, spring über meine Elektrokugel. Nein! Ey! Okay, er macht wieder... Was?! Ey, das war so ein sauschlechter... sauschlechter Versuch von mir. Ahaha, ich hab dich wieder besiegt. Ich bin der Zero-Töter. Komm schon. So schwer ist er nicht. Nur seine Stage ist affig. Ja, glotzt du nur. Jetzt knall ich dich über den Haufen. Okay. Ne? Ne? Ich muss aufpassen, was er wann macht. Okay. Ja, okay. Ne. Okay, hier oben bin ich relativ sicher. Ne. Ne! Jawohl! Who are you two? Wer bist du bloß, dass du meinen Flammen ausweichst? Put out of my flames. Ja, dass du meine Flammen rauspackst, würde das eigentlich korrekt übersetzt bedeuten, aber das würde keinen Sinn ergeben. Also muss das irgendeine Art und Schreibung sein. Lord Wheel wird dich bekommen! Mit Sicherheit! Mach keine... Ja, Missgeschicke, Mistake. Missgeschick. Mach keine... Ja, Fehler. Man kann es auch als Fehler übersetzen. Mach keine Fehler! Er wird die ganze Welt in Flammen hüllen! Du wirst schon sehen! Du kannst nicht den Flammen kommen! Der neuen Welt! Tja! Oh mein Gott! Endlich geht's mal wieder voran hier! C, ja, ich weiß, ich bin sauschlecht. Flame Chip!
okay, jetzt ist dieses komische Kanickel fällig. 50 Kristalle kann ich nicht analysieren. Umaras, okay, irgendeine Server-Elfe und kann ich nicht damit. Achso, ja, Speed-Taste hoch, ich weiß, ich habe sie belegt. Ja, endlich! Transfer komplett, ja. Hallo, Seal. Dein hübsches Gesicht brauche ich jetzt. Ich danke dir, Seymour. Wir sind daran gescheitert, die Raketen zu zerstören. Secured? Success oder was weiß ich. Aber ich glaube, wir, was auch immer, irgendwas mit Konstruktion, Gebäuden. Ich werde für dich die Route analysieren, die Raketenfabrik. Achso, ich werde für dich die Route zur Raketenfabrik so schnell wie möglich analysieren. Das habe ich gemeint mit seltsamer Umschreibung. Das mag ich im Englischen eigentlich nicht so sehr, aber naja. Bitte warte noch ein bisschen länger, okay, Zero? Ah, Seal, danke. Speicher meine Daten. Jawohl. Endlich wieder mal Fortschritt. Jawohl. Bin ich gut? Nein, ich bin eigentlich sau schlecht, aber. Naja. Laboratorium, Seal. Gehen wir zuerst in Seals Gehräume, genau. Mhm. Die habe ich, glaube ich, schon besprochen. Mimimimi. Mimimimimi. La 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 la. Ja, ja. Wechseln von ab. Das wollte ich nicht. Transformation. Nein, habe ich keinen Bock. Ja, ich höre, der Rechner ist ziemlich laut. Aber ich meine, funktioniert jetzt etwas. Secret Disk. So, was haben wir denn hier so alles? Keine Ahnung, was das war. Da war ein Cyber-Elf drin. Achso, das sind die Dinger, die wir vernichtet haben. Was war denn jetzt das? Neo Arcadia File. So, Geschichtshistorie oder irgend sowas. Sieht in der Flame Chip aus. Wahrscheinlich rot. Oh, Orange! Das sieht schön aus. Was haben wir denn? Nein! Was haben wir denn noch so zur Auswahl? EX-Skills, achso, das ist wie bei Mega Man Zero 2, dass wenn man die Bosse in einem bestimmten, ich glaube in einer bestimmten Zeit besiegt, dass man hier extra Technik bekommt. Und dafür bin ich wohl oder übel zu schlecht. So, E-Kristalle. Use my power to boost vitality. Das will ich jetzt allerdings testen. Denn ich kann nicht ewig ohne Cyber-Elfs rumlaufen. Ich höre den PC sogar durch mein Headset durch, das ist echt schrecklich. So, ich habe gespeichert. Ach so, Fusion ist zum Verwenden der Cyber-Elfen. Satellit 1 ist nicht ausgerüstet. Solche von der Pit. Was diese Symbole bedeuten, weiß ich nicht. Okay, ich habe gespeichert. Testen wir mal. I boost your vitality. Tatsache, das war's. Das ist schön. Ich meine, gut, die Cyberelfe ist jetzt leider gestorben, aber. Naja. Ah, dieses Lied, das mag ich total. Mega Man Zero hat generell sehr guten Soundtrack. Sowohl der erste als auch der zweite Teil und hier jetzt auch der dritte Teil. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber nun gut, ich hoffe, es geht jetzt endlich mal wieder aktiv weiter mit Mega Man Zero 3. Und dann würde ich sagen, das war der heutige Part von, wie gesagt, Mega Man Zero 3. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!